Der Beschuldigten wird versuchter Mord in insgesamt 5 Fällen vorgeworfen. Heute wurde das Urteil verkündet. Die Frau muss keine Haftstrafe antreten. Sie wird in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Im Rahmen der Beweisaufnahme musste geklärt werden, ob die Beschuldigte zu den jeweiligen Tatzeitpunkten schuldfähig gewesen ist. Das Ergebnis dieser psychiatrischen Begutachtung und auch das Ergebnis des Gerichtes ist es, dass die Beschuldigte an einer paranoid halluzinatorischen Erkrankung leidet, an einer Schizophrenie und deswegen zu den jeweiligen Tatzeitpunkten nicht nach ihrer eigentlich vorhandenen Einsicht hat handeln können. In einem Supermarkt soll sie verschiedene Getränkeflaschen mit sogenanntem Liquid Ecstasy versetzt haben, und zwar in einer so hohen Dosis, dass es durchaus hätte tödlich sein können. Bereits 2018 hat sie im Gasteig Apfelschorle mit genau diesem Liquid Ecstasy versetzt. 2 Kinder, damals 7 und 11 Jahre alt, haben davon getrunken, sind danach bewusstlos geworden. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in einer geschlossenen Abteilung verfolgt das Ziel, dass letztlich die Gefahren, die von einer solchen Person ausgeht, für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. Das heißt, prinzipiell erfolgt die Unterbringung mit einer offenen Dauer. Also es kann durchaus Jahre dauern, ehe die Beschuldigte wieder aus diesem Krankenhaus herauskommt. Insgesamt 13 Verhandlungstage hat der Prozess gedauert. Die Staatsanwaltschaft hielt die Frau dann am Ende für schuldunfähig wegen der psychischen Erkrankung.